Hallo, freut mich, dass du wieder da bist. In einer besonderen Zeit, in der wir leben, in einem ganz wichtigen Leben, in dem wir hier sein dürfen. Auf der Erde ist es in meinen Augen besonders wichtig, auf sich selbst Acht zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln. Mag sein, dass es für den einen etwas schwieriger ist als für den anderen, sich selbst weiterzuentwickeln oder das Leben bewusst gestalten können. Ist das wirklich so, dass es für den einen schwieriger ist als für den anderen? Da bin ich etwas anderer Meinung. Es ist egal, wo der Mensch lebt oder wie der Mensch lebt, denn es kommt auf die Einstellung an, auf die Gedanken an. Und dann kann man sich auch wohlfühlen oder es kann einem gut gehen oder man kann reich beschenkt werden, wenn man ja nicht materiell reich ist, nicht das notwendige Geld zur Verfügung hat, kann es einem trotzdem gut gehen. Die Gedanken spielen eine große Rolle, die Einstellung spielen eine große Rolle und da spreche ich aus Erfahrung. Also das ist nicht so, dass es mir von Anfang an meines Lebens so gut ging wie jetzt. Ich hatte eine schöne Kindheit, das sehr wohl, habe aber dann so ab 15, 14, 15, 16 so meine Erfahrungen gesammelt, bis ich mit 31 ein vollkommen neues Leben begonnen habe. Und Acht geben auf seine Gedanken, die dann Gefühle mit uns machen, die Gefühle in uns hervorrufen und uns dann zum Handeln bewegen, ist jetzt besonders wichtig, auf die Gedanken Acht geben. Natürlich sind wir Menschen und wir brauchen nicht immer positiv denken. Ich glaube, das geht bei den wenigsten. Aber dann kommt es auch darauf an, wie viel Kraft gebe ich den weniger guten Gedanken, wie lang bleibe ich da drin. Und je sauberer wir unsere Gedanken und unser Energiefeld halten, umso besser geht es uns. Also das merke ich im Augenblick intensiv, dass ich mein Energiefeld mehr reinigen muss als sonst und es auch gerne tue. Das hat unter anderem, glaube ich, auch mit der Zeit zu tun, aller Heiligen, aller Seelen. Ich bin, glaube ich, 2002 aus der Kirche ausgetreten. Und doch schätze ich diese Zeit sehr, weil ich dann noch mehr Verbindung habe zu den sogenannten Verstorbenen. Ich spüre diese Ruhe und diese Kraft, die diese Seelen oder Wesen ausstrahlen, noch mehr. Und so spüre ich jetzt ja eine beinahe heilige Ruhe. Für mich ist das jetzt eine besondere Zeit. Ich glaube, es sind noch circa 2 Wochen bis aller Heiligen und aller Seelen. Wenn ein ganzes Volk trauert oder an Verstorbene denkt, hat das natürlich eine Energie, eine Kraft. Ich konzentriere mich jetzt nicht auf die Trauer und auf die schwere Energie, sondern genau auf die andere Seite. Das ist genial, wenn du dich auch darauf einlassen kannst. Wirst du auch diese Ruhe spüren können. Und von den Verstorbenen dürfen wir auch lernen, unsere Gedanken besser zu beachten und erkennen, auch dadurch, dass vieles, was wir glauben, was wichtig ist für uns, gar nicht wichtig ist. Ich durfte in letzter Zeit jetzt schon das zweite Mal eine außerkörperliche Erfahrung erleben. Und das ist enorm und ich weiß noch gar nicht, was da an Potenzial drinsteckt, was ich mit dem noch machen kann. Außerkörperliche Erfahrungen sind, wenn die Seele aus dem Körper geht. Und ich habe in dieser Zeit, als ich draußen war,
nicht geatmet, es war für mich nicht wichtig. Ich habe kosmische Energie erhalten und musste gar nicht atmen. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe gefühlt. Und das war ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und dann bin ich so nach und nach beginnend in den Füßen in meinen Körper wieder rein und habe den Körper so quasi mit neuer Energie gefüllt. Und ich fühle mich jetzt auch anders und ich erkenne noch mehr, was ist wirklich wichtig. Im Grunde ist gar nichts wichtig, sondern das Hier und Jetzt wirklich zu fühlen, zu erleben, nicht zu sehr über das eine oder andere nachzugrübeln, nachzudenken. Und es kommen trotzdem bei mir Gedanken und sie gehen wieder, aber ich gehe anders damit um, sie fühlen sich anders an und dadurch verändern sich auch meine Gefühle und mein Handeln. Ich möchte dir hier nur Hinweise geben, dass du jetzt diese circa 2 Wochen gut nutzen kannst, noch mehr auf deine Gedanken zu achten, beziehungsweise sie zu beobachten, ist besser, sie zu beobachten, weil dann kommst du wieder rein, das darf ich nicht denken und das sollte ich doch nicht denken. Beobachte deine Gedanken mehr und schau darauf, wann dir danach ist, dass du deine Aura, dein Energiefeld jetzt gerade vermehrt sauber hältst in dieser besonderen Zeit, wo die sogenannten Verstorbenen mehr bei uns sind. Das wollte ich dir so als Denkanstoß weitergeben und ich wünsche dir alles Liebe auf diesem Wege und mach nun das Channeling für dich. Bis gleich. Tschüss. Willkommen heißen wir dich, wo du beginnst zu erfahren mehr und mehr dein eigenes Potenzial, deine Kraft, du immer mehr traust, dich zu erleben, sie zu erfahren. Es ist etwas Besonderes, Mensch zu sein, auf dieser Welt, jetzt, zu dieser Zeit. Du lebst ein ganz besonderes Leben. Sei dir dessen bewusst. Erlaube dir, Neues zu erfahren, auch wenn du jetzt im Augenblick noch denkst, das erreiche ich nicht oder das kann ich nicht oder das hätte ich gern, wie komme ich denn dahin? Diese Gedanken sind kontraproduktiv. Und jetzt, wie Sandra erwähnt hat, darfst du diese Gedanken entdecken, verwenden als das, was sie sind, nämlich unrealistisch, und sie dadurch lösen, weil du sie entdeckst, weil du sie veränderst, weil du jetzt Unterstützung erhältst von deinen Ahnen, von deinen Bekannten, Verstorbenen ebenso oder wenn du noch niemand auf der anderen Seite hast, den du kennst, sind die Ahnen von dir da, die dich unterstützen. Jetzt in dieser besonderen Zeit kannst du deine Gedankenmuster entdecken, deinen inneren Kritiker entdecken, diesen verändern, weil du ihn siehst, wahrnimmst, spürst und wiederum entdeckst, dass die Gedanken nicht alle real sind, denn du oft Gedanken hast, wo es dich denkt. Wenn du zum Beispiel Pläne schmiedest, denkst du bewusst. Wenn du etwas erledigen möchtest, denkst du bewusst. Wenn ein Drama geschieht, wenn ein Unfall geschieht, wenn der Mensch gezwungen wird, jetzt im Jetzt zu sein, denkt der Mensch bewusst. Dann haben keine fremden Energien bei dir etwas verloren, weil dann eine Kraft da ist,
die absolut im Jetzt ist. Du kennst sicher diese Geschichten, wenn ein Unfall passiert, dass gewisse Menschen Kräfte entwickeln, die angeblich unnatürlich sind. Dann haben keine fremden Energien nichts mit dir zu tun, Kontakt, weil du dann absolut im Jetzt bist und Dinge ermöglichst deinem menschlichen Körper, dass dein Sein dir ermöglicht, deine Seele dir ermöglicht. Und so sind jetzt zu dieser besonderen Zeit mehr Seelen auf der Erde als sonst. Nicht überall ist dieses der Fall, aber da, wo das Volk speziell trauert, mehr Seelen da sind. Und du mit ihnen, wenn du möchtest, in Kontakt leichter treten kannst als sonst. Der freie Wille des Menschen geht stets vor und du entscheidest, wer in Kontakt tritt mit dir und wie und wann. Wir wollen dir nur mitteilen, dass es jetzt andere Energien sind auf der Erde als sonst. Und Trauer, ist dies wahrlich ein negatives Gefühl? Ihr Menschen tituliert Trauer als solches. Doch Trauer heißt auch, sich absolut mit sich zu beschäftigen, bei sich ankommen, sich fühlen. Ihr Menschen lernt, im Augenblick ist das noch so, nur im Negativen mehr, als wenn es euch positiv geht. Mit der Zeit werdet ihr auch, wenn es euch positiv geht, mehr lernen und erfahren können. Doch in der Trauer, schau dir die Trauer einmal anders an, die Traurigkeit einmal anders an und du wirst sogar spüren, dass da eine gewisse Geborgenheit ist. Und diese Geborgenheit, sofern du mit Trauer konfrontiert wirst, wirst du jetzt, wo ich dich darauf hingewiesen habe, mehr spüren können. Wer bin ich? Wer bin ich? Ihr habt euch auch oft schon die Fragen gestellt, wer channelt Sandra? Wer ist denn da? Ja, was glaubst du, wer da ist? Sie hat von uns gelernt, sich zu erden, sich zu reinigen vor dem Channeling und sich dann mit dem Allerhöchsten zu verbinden. Wer glaubst du, spricht durch sie? Was fühlst du? Vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Gefühl, denn es spricht die Wahrheit. Und auf diese Weise erfährst du auch mehr über sie, sofern es dich interessiert, sofern du dieses möchtest. Sie wird ebenso jetzt von uns erneut unterrichtet, was außerkörperliche Erfahrungen anbelangt. Und wenn es dich interessiert, kannst du dieses auch mitmachen. Es steht ein enormes Potenzial, so viele Möglichkeiten dir zur Verfügung. Entdecke dich neu und folge deinen Wünschen. Verstehst du, was wir versuchen, dir mitzuteilen? Du brauchst nicht traurig sein, weil du vielleicht noch lebst, wie du nicht leben möchtest. Weil du vielleicht Dinge erlebst, die du nicht erleben möchtest. Weißt du, dass genau diese Dinge für deine Entwicklung jetzt da sind, um dich zu unterstützen, dahin zu kommen, es zu verändern, in die Kraft zu gelangen, die dir dient? Alles, was dir das Leben zeigt, wo du dich selbst hinein katapultierst, ist für dich wichtig. Und je mehr du Verantwortung für dich übernimmst, je mehr du Selbstvertrauen in dir wachsen lässt, umso leichter wird das Leben, umso leichter werden deine Gedanken, die absolut schöpferisch sind. Du brauchst deine Gedanken nicht kontrollieren, denn da oder dort geschehen immer wieder Fremdeinwirkungen über Medien, über Nahrungsmittel, über Gedanken anderer Menschen, denn viele Menschen beherrschen die Telepathie und sie wissen es nicht, noch nicht. Und sie denken die Gedanken anderer. So kann es immer wieder mal vorkommen, jetzt noch in diesem Jahr, dass du fremde Gedanken denkst. So beobachte deine Gedanken und kritisiere dich nicht. Hör
Hör auf, dich zu kritisieren. Du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Lass dein Leben dich erfahren, was für dich als nächster Schritt von Bedeutung ist, indem du wiederum vieles beobachtest und zur Unterstützung nun in dieser besonderen Zeit deine Ahnen um Hilfe bitten kannst. Sie verbreiten wahrlich eine besondere Ruhe. Sind auf den Friedhöfen viele Seelen oder negative Energien? Im Augenblick ist dieses wahrlich so, weil ihr Menschen die Verstorbenen dort sucht, besucht. Kommen sie auch dahin? Doch wenn dann diese Zeit vorüber ist, sind sie nicht mehr dort, nur noch ab und an. Und die negativen Energien sind auch auf Friedhöfen im Augenblick mehr spürbar, werden aber von gewissen Menschen angezogen. Ansonsten sind auf den Friedhöfen Energien der Ruhe, des Friedens, wo du keine Angst haben brauchst, ihr Menschen diese Energien sogar nutzen könnt, um in die Ruhe und die Stille kommen zu können. So wünschen wir dir eine ganz besondere Zeit. Lass dich führen und leiten von deinem Leben, beobachte deine Gedanken, halte deine Energiefeld, so gut es dir geht, rein und sauber, indem du mit Licht arbeitest, das über dich hinabströmt, indem du mit Aurasprays arbeitest, indem du mit deinen Gedanken arbeitest, indem du schaust, dass es deinem Körper so mit dir gut geht. All dieses sind Reinigungspotenziale und die Natur oder Tiere oder dich mit Menschen umgibst, die du liebst. Achte auf dich selbst. Wir, die geistige Welt, unterstützen dich darin. Bayo Suhei, danke für deine Offenheit, dein Hiersein auf der Erde und dein Wirken durch dein Sein. Bayo Suhei, danke, danke dir. Ich verabschiede mich, um mich selber noch ein bisschen zu sammeln. Ich wünsche dir eine ganz besondere Zeit. Lerne, dich zu schätzen. Bis dann. Tschüss.